Hi, ich bin's Andi aus dem Doktorhof und heute machen wir einen Pflücksalat mit Hähnchenbruststreife, Mozzarella, Tomate, ein bisschen Paprika, rösten uns noch ein Brot an. Als Essig brauchen wir heute einen Tauder Trauben, das ist so ein 15 Jahre alles, so ein ganz gereifter. Der ist richtig toll für so einen Salat, Olivenöl und dann haben wir unseren Chili-Senf. Dort drin legen wir unser Hähnchen ein. Als erstes fangen wir jetzt an mit unserem Hähnchen, das schneiden wir gleich auf. Dass sie halbwegs gleich groß sind. Die ganz große schneide ich nochmal durch. Und dann würzen wir das mit ein bisschen Knoblauch, das habe ich schon gehackt. Und der Chili-Senf und ein kleines bisschen Salz und fertig. Knoblauch ein bisschen drauf. Kommt ein ganz kleiner Schuss Olivenöl mit dazu. Ganz viel Salz, machen wir das durcheinander und dann machen wir unsere Salatsauce fertig. Und unseren Salat. Sehen wir schon, wie die tolle Farbe von dem Senf, also rauskommt von dem tollen Paprika. Und da ist es auch richtig, wirklich scharf, okay? Da sind ganze Chilis drin in dem Senf, der hat richtig Dampf. Das lassen wir jetzt einfach kurz so stehen. Bis wir mit unserem Salat fertig sind. Olivenöl. Seht ihr schon, wie schön dunkel der ist? Das ist einfach ein Hammer-Essig. Der hat auch schön die Süße. So, gleich Pfeffer. Dann pflücken wir jetzt gleich unseren Salat mit dazu. Pflücksalat ist eigentlich was Schönes, kann man sich jeden Tag ein bisschen rausnehmen. Da ist das Frisee drin. Ist ein bisschen bitterer. Das ist immer toll für einen Salat. So, jetzt lassen wir das schnell stehen. Machen wir noch nicht durcheinander, dass er uns nicht zusammenfällt. Jetzt machen wir unser Hähnchen auf den Plancher. Das ist das Beste, wenn er ziemlich vorne hingeht, hat er sehr viel Dampf. Kann man als kurz gebratenes sehr gut machen, okay? Was wir gleichzeitig noch mit dazu machen, wir schneiden gerade so drei Scheiben Weißbrot, träufeln ein bisschen Olivenöl dazu, also oben drauf, und dann können wir das wunderbar mit dazu anrichten. Das ist schön kross. So. Dann schneiden wir noch unseren Paprika für den Salat. Tomate. So, jetzt machen wir unseren Salat durcheinander. Noch ein bisschen Mozzarella dazu. Immer ein Büffel Mozzarella ist wichtig, weil der einfach viel mehr Geschmack hat, okay? Und unser Hähnchen mit dazu. Das ist Marinade, jetzt richtig schön eingezogen. Wenn ihr so einen Grill doch nicht habt, ne? Dann, das geht auch alles wunderbar, eine Pfanne zu machen.
letzte Teil gehabt. Ich habe noch halt so Teile und dann denke ich mal, das kann man doch ruhig mal zeigen, was für verschiedene Grills das alles gibt. Das Brot ist jetzt Jack Cross. So. Jetzt haben wir hier unseren fertigen Salat mit unserer Hähnchenbruststreife, mit Chili-Senf, der wirklich scharf ist, für die Marinade und dann der Tau der Trauben und das Olivenöl für unser Salatsauce. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und ihr wisst, wenn ihr noch mehr von unserem Film Argo gewollt, könnt ihr bei unserem YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Essen.